Plus-Minus. Schön, dass Sie dabei sind. Vielleicht ist Ihnen beim Online-Shoppen die Seite Temu schon aufgefallen. Eine Online-Plattform aus China mit einem breiten Angebot an Produkten und allesamt ziemlich günstig. Und auf Social Media kann man der Temu-Werbung kaum entgehen. Keine andere App wurde in Deutschland im vergangenen Jahr so oft heruntergeladen wie diese. Die üblichen Anbieter wie Amazon und Zalando bekommen damit ordentlich Konkurrenz. Aber was macht die chinesischen Shopping-Plattformen so erfolgreich? Unser Autor konnte hinter die Kulissen schauen und zeigt, wie Temu und Co. ganz geschickt europäische Zoll- und Steuergesetze ausnutzen. Ethiopian Airlines Cargo 3681 aus Zhengzhou, 7.31 Uhr, Landung in Lüttich. Eine von insgesamt 7 Frachtmaschinen direkt aus China, die heute auf dem belgischen Flughafen landen werden. Der kleine Regionalflughafen ist mittlerweile einer der größten Luftfrachtumschlagplätze Europas. Im Schnitt kommen hier täglich mehr als 1 Million kleine Päckchen an, hauptsächlich aus China. Die Paketflut aus Fernost, eine Herausforderung nicht nur für die Flughafenlogistik, sondern vor allem für den Zoll. Erstmals darf ein deutsches Kamerateam die belgischen Zollbeamten hier bei ihrer Kontrolle begleiten. Schlüsselanhänger, Schmuck, Pinsel. Und das hier ist nur eine Kontrollstelle des belgischen Zolls, eine von 60 rund um den Flughafen. Kontrolliert wird nur ein Teil der ankommenden Päckchen. Welche wird anhand der Lieferlisten entschieden? Dieses Päckchen kommt ebenfalls aus China. Es soll zu einem Empfänger nach Bayern. Das ist das Modell H6 Pro. Das Problem ist die Qualität des Produkts. Dieses Gerät lässt vermuten, dass es mehr als 150 Euro wert ist. Es dürfte also nicht als kleines Päckchen angemeldet sein. Da vermutet man sofort, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt, um weniger Steuern und keinen Zoll zu zahlen. Angemeldet wurde das Päckchen mit einem Warenwert von 54 Euro. Auf AliExpress gibt es das gleiche Modell für 1270 Euro. Zu niedrig deklarierte Ware, um weniger Umsatzsteuer in der EU zahlen zu müssen und Zollgebühren zu umgehen. Täglich entdecken die belgischen Beamten unzählige solcher Fälle bei Päckchen aus China. Päckchen, die größtenteils nach Deutschland gelangen sollen. Chinesische Plattformen, allen voran Temu, fluten Europa mit Billigprodukten. Temu ist aktuell die meist heruntergeladene Shopping-App in Deutschland. Temu wirbt mit Shoppe wie ein Milliardär. Download the Temu app and shop like a billionaire. Die Preise unfassbar günstig. Drohnen für 16,99 Euro, Massagepistolen für 13,72 Euro, beheizbare Socken für 1,11 Euro. Die chinesische Modeplattform Shein lockt schon länger mit Niedrigpreisen. Shirts für knapp 8 Euro oder Winterjacken für rund 11 Euro. Die Produkte extrem günstig und dazu noch ohne Versandkosten. Dafür müssen die Kunden aber längere Lieferzeiten in Kauf nehmen, im Schnitt rund 11 Tage. Der E-Commerce-Experte Alexander Graf beobachtet die chinesischen Plattformen schon seit Jahren. Also die Revolution bei Temu ist, dass sie brechen mit den klassischen Disziplinen des Onlinehandels. Ihnen ist nicht mehr wichtig, dass die Ware sofort verfügbar ist. Das war bei vielen anderen Onlinehändlern der Fall. Wenn die Ware günstig genug ist, scheint der Kunde bereit zu sein, auch länger zu warten. Wir reden ja hier von Temu über Lieferzeiten 7 Tage, 10 Tage, 12 Tage. Wenn der Preis dann aber auch 30% günstiger ist als beim Wettbewerber, funktioniert das. Und das ist tatsächlich revolutionär. Temu und Shein vermitteln die Kundenbestellungen direkt an Produzenten in China. Geht eine Bestellung ein, werden manche Produkte in China erst noch hergestellt. Die Temu und Shein-Händler versenden sie dann in vielen einzelnen Päckchen per Luftfracht nach Europa. Das unterscheidet sie von den anderen Plattformhändlern. Die verschiffen ihre Produkte in großen Containern nach Europa. Deshalb fallen bei der Einfuhr hohe Zollgebühren für die Händler an.
Erst dann werden die Produkte in nationalen Zentren gelagert und verteilt. Auch diese Logistikleistung kostet. Allerdings können die Online-Händler auf Nachfrage so schnell ihre Produkte verkaufen und liefern. Anders bei den Temu- und Shein-Päckchen. Sie kommen einzeln an. Liegt der Warenwert unter 150 Euro, fällt keine Zollgebühr an. In Europa angekommen, werden die Päckchen direkt über nationale Logistiker an die Kunden verschickt. Die Muttergesellschaft von Temu in China, Pinduoduo, ist mittlerweile der größte Online-Händler. Dort hat die höchsten monatlichen aktiven Kundenzahlen vor Ort. Das wird auch Temu hier anzielen, das zu erreichen. Temu wird uns in 2024, 2025 noch sehr intensiv beschäftigen. FedEx 5021 aus Hongkong, 13.38 Uhr in Lüttich. Schon die vierte Frachtmaschine heute aus China. Thomas José ist Teamleiter bei der Flughafenzollbehörde. Kein leichter Job. Weniger als 200 Zollbeamte im Dreischichtbetrieb müssen Millionen Päckchen aus Fernost kontrollieren. Wir werden gerade mit Waren überflutet. Wir wissen, dass sie mit der Wertangabe betrügen. Es sind zwar nur kleine Summen, aber wenn man das multipliziert mit den vielen Waren, die hier pro Monat ankommen, dann ist das riesig. Wir sind machtlos. Wir können das nicht kontrollieren. Und sie wissen das. In Lüttich wird deutlich, wie anfällig das europäische Steuer- und Zollsystem ist. Temu und Shein nutzen nach eigenen Angaben das sogenannte IOSS-Verfahren, Import One-Stop-Shop, um Umsatzsteuern in Europa zu bezahlen. Für Waren unter 150 Euro fallen keine Zollgebühren an. Die sogenannte Einfuhrumsatzsteuer muss trotzdem bezahlt werden. Weil Temu und Shein in Irland registriert sind, müssen sie dort die anfallenden Umsatzsteuern anmelden und diese an die irische Steuerbehörde bezahlen. Die verteilt die Umsatzsteuer dann weiter, etwa an den deutschen Staat, wenn deutsche Kunden etwas bei Shein oder Temu bestellt haben. Das Problem? Der Zoll in Belgien kann nicht kontrollieren, wie viel Einfuhrumsatzsteuer tatsächlich in Irland angemeldet wurde. Es fehlt schlicht an der digitalen Vernetzung. Wir sind komplett machtlos. Hier kommt alles an. Offiziell gibt es eine Nummer. Aber wir können nicht kontrollieren, ob die Nummer, die bei der Einfuhrumsatzsteueranmeldung verwendet wurde, überhaupt noch aktuell ist. Sie könnte auch ungültig sein. Wir müssen einfach dem System vertrauen und dass jeder eine richtige Anmeldung macht. Es gibt ein paar Informationen zwischen den Ländern. Aber wenn etwas nicht stimmt, können wir es nicht herausfinden. Falsche Deklarationen, mangelnde Kontrollen und schlechte Vernetzung der EU-Staaten beim IOSS-Verfahren. Die Deutsche Steuergewerkschaft kritisiert die Umsetzung und Kontrolle des IOSS-Verfahrens schon lange. Um es mal auf den Punkt zu bringen, dieses IOSS-Verfahren lädt zum Betrug ein. Warum? Weil die Unternehmen genau wissen, dass ganz, ganz schwierig und schlecht kontrolliert werden kann. Und das Problem ist, man hätte mit der Einführung dieses Systems sicherstellen müssen, dass zwischen den einzelnen Ländern ein echter und guter Datenaustausch möglich ist, um so auch entsprechend kontrollieren zu können. Das ist aber im Moment faktisch noch nicht der Fall. Also ich rechne damit, dass durch dieses IOSS-Verfahren und die mangelnde Kontrolle dem deutschen Staat jährlich dreistellige Millionenbeträge an Steuern entgehen. Normalerweise äußert man sich in der Branche nicht zu Mitbewerbern, schon gar nicht öffentlich. Daniel Enke leitet die politische Kommunikation von Zalando. Er ärgert sich, wie durch die zollfreie Päckchenflut der faire Wettbewerb inzwischen außer Kraft gesetzt wird. Wir sehen vielfach, dass Bestimmungen, die wir hier in Europa haben, nicht eingehalten werden. Und das führt zu Kostenvorteilen für diese Anbieter. Und insoweit sorgt das für einen Startvorteil und eine, wenn wir so wollen, Rabattierung deren Produkte auf Kosten der europäischen Steuerzahler. Der Gesetzgeber muss in Europa dringend sicherstellen, dass wir faire Wettbewerbsbedingungen haben. Andernfalls entstehen negative volkswirtschaftliche Effekte nicht nur für uns als Unternehmen, sondern für die ganze Branche. Nach einer vorläufigen Auswertung der EU sind im vergangenen Jahr 2 Milliarden zollfreie Päckchen nach Europa gekommen. Und man geht davon aus, dass 65% aller Päckchen zu niedrig deklariert wurden.
Auch bei den EU-Regulierungsbehörden sieht man langsam Handlungsbedarf, denkt über die Abschaffung der 150 Euro Zollfreigrenze nach. Eine Entscheidung soll bis 2028 getroffen werden. Für Experten ein Armutszeugnis für deutsche und europäische Regulierungsbehörden. Vor allem, weil Zoll- und Steuerbehörden schon heute schlecht ausgestattet sind. Es ist vollkommen absurd. Wir leben hier in Zeiten knapper Kassen. Und die asiatischen Plattformen hinterziehen mutmaßlich Millionen an Steuern. Und wir können nichts machen, weil unsere Kontrollen versagen. Die Zoll- und Finanzbehörden in Europa sind nahezu machtlos, weil es eben an Ressourcen fehlt. Und hier gilt es nachzubessern. Also wir brauchen gute Gesetze, aber auch die entsprechende Ausstattung, um diese durchzusetzen. Zurück nach Lüttich zum belgischen Zoll. Kontrolle von zwei Schengen-Päckchen. Für eine Petra. Hier auch für eine Petra. Beide Päckchen gehen an dieselbe Adresse in Deutschland. Schnell ist klar, es handelt sich hier um eine Bestellung, aufgeteilt auf zwei Päckchen. Ein weiterer Trick. Das Problem ist, dass beide Pakete an dieselbe Person gehen. Die Bestellung wurde allerdings zur selben Zeit getätigt, verschickt in zwei Paketen unter 150 Euro. Zählt man den Wert der Pakete zusammen, überschreitet man die 150 Euro. Das hat man absichtlich gemacht, um die Zollgebühren zu umgehen. Das ist Betrug. Und dann sind da noch die vielen Fälschungen, die aus Fernost kommen. Hier kann ich jetzt schon sagen, dass das nicht konform sein wird. Das Problem, es ist eine Kopie von Lego. Und Lego ist eine eingetragene Marke. Eine solche Fälschung muss gestoppt werden. Ja, das kommt häufig vor, vor allem bei Spielzeugmarken oder bei Kleidung von Adidas, Nike, Dior, Gucci, bei den großen Marken eben. In Lüttich zählen sie mehr als 1000 solcher Markenschutzfälle pro Monat. Tendenz steigend. Während die beiden Zöllnerinnen weiter kontrollieren, landet draußen eine weitere Ethiopian Airlines Cargo 3759 aus Shenzhen. Mit weiteren Zehntausenden chinesischen Päckchen an Bord. Und im stationären Handel hat die nächste Traditionskette Insolvenz angemeldet. Diese Woche hat es die KDW-Gruppe getroffen und das trotz gut laufender Geschäfte. Wie kann das sein? Auch das hängt mit der Krise bei der Signa-Gruppe zusammen, einst gegründet vom österreichischen Immobilien.